Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zum, ich muss mal kurz gucken, 26. Teil mit Demon's Souls. Mensch, 26 Teile und wir haben schon einen Großteil aller Level abgearbeitet. Ist das nicht gut, ne? Demon's Souls ist ja auch ein bisschen kürzer als seine Nachfolgerspiele alle gewesen sind. Ich glaube, das längste Spiel von allen, also wenn man jetzt wirklich die reine Level- und Spielzeit nimmt, ist es, glaube ich, Dark Souls 2. Das ist schon sehr, sehr groß und da muss man schon sehr, sehr viel tun, um nach vorne zu kommen. Ich glaube, und danach kommt Dark Souls 1, danach Dark Souls 3 und dann Demon's Souls von der Spiellänge her. Aber ich sag mal, in der Kürze liegt die Würze, ne? Ich weiß gar nicht, wo Bloodborne sich dort einordnet. Ich glaube, Bloodborne ist auch schon ziemlich lang. Ich glaube, so irgendwo zwischen, Dark Souls 2 und Dark Souls 1, so ein bisschen von der Länge her. Vielleicht auch zwischen Dark Souls 1 und Dark Souls 3. Ich weiß es gar nicht mehr so. Auf jeden Fall ist es relativ kurz und weil die Level jetzt auch nicht so riesengroß ist, klar, wenn man sie jetzt komplett erkundet, wie zum Beispiel ich noch nicht habe, hier nehme ich den Keilstein des Blutsaugers, also sprich die Welt 5-2, dann ist es natürlich relativ, kann es auch ein bisschen länger dauern und vor allem, wenn man dauernd stirbt, wird es natürlich dann noch länger, ist ja ganz klar. Aber wir haben nicht vor, heute zu sterben, denn ich habe heute vor, den Boss zu legen von diesem Areal. Das ist auch kein besonders, sag ich mal, schwierig ist das falsche Wort. Es ist kein besonders herausfordernder Boss, sage ich jetzt mal. Jeder Boss ist schwierig, wenn man nicht weiß, wie man ihn zu tun hat und anzugehen hat. Aber dieser Boss ist, sage ich jetzt mal, ja, ist wieder die, bis auf den letzten Boss hier in diesem Areal, das ist ja wie gesagt, das Tal der Schändung hat keine, sage ich mal, eher vernachlässigbare Bosse sozusagen. Also wirklich, das Areal ist nicht so einprägsam aufgrund seiner Bosse, sondern eher aufgrund der Dinge, was das Areal so ein bisschen auszeichnet, ne? Also, dass man halt hier zum Beispiel dieses große, dunkle Areal hat, was einen vergiftet und das ist schon relativ einzigartig. Aber die Bosse, bis auf den letzten, sind sehr, sehr... Ey, da hast du mich auch noch getroffen. Das kann ja nicht sein hier. Hab ich noch irgendwas, was ich nehmen kann? Will jetzt mein Gras hier nicht benutzen. Nee, kann ich nicht. Na, muss ich mein Gras benutzen. Weil, wie gesagt, ich werde ja nicht mehr geheilt, da ich ja meinen Makoto habe. Ich habe ja meinen Ring der Regeneration nur, damit ich nicht die ganze Zeit Leben verliere. Mein Ring der Regeneration gleicht ja nur quasi den Schaden von Makoto aus. Ich glaube, das ist nur eine Seele. Aber wie gesagt, das holen wir uns alles, wenn wir in die weiße Weltentendenz hier gehen. Von dem Areal. Ansonsten machen wir hier erstmal nichts. Sozusagen, wir gehen jetzt erstmal nur zum Boss, liebe Freunde. Ich glaube, irgendwo sind doch jetzt die Fliegen. Wie Fliegen hinter Fliegen fliegen. Da muss ich mal kurz meinen Bogen zur Hand nehmen. Wie gesagt, also hier, der Boss-Run ist dann relativ kurz, ne? Liebe Freunde. Da muss man jetzt nicht allzu viel machen. Ne? Ah, habe ich die Items vergessen. Oh, oh. Oh, oh, wo sind sie? Wo sind sie? Nein, 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 nein. Wir gehen wieder zurück. Die will ich mir nicht. Hallo, geh da hoch, bitte. Danke, 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 danke. So. Wo steht man hier relativ sicher? Hier steht man relativ sicher. Wo sind die scheiß Fliegen? Da. Nein, ich sehe sie doch. So. Weil da oben wollte ich jetzt nicht hin, weil da stand ja schon ein Schmutzfuß, wie ihr gesehen habt, der einen dann wieder runterschubsen möchte. So. Und wie gesagt, ich glaube, das Areal komplett erforschen werden wir dann, sobald wir pure weiße Weltentendenz haben. Dann lohnt sich's auch richtig. Sage ich jetzt einfach mal, weil dann hier richtig, richtig was los ist. Und ich habe mich nochmal jetzt kurz informiert, das Phantom der wilden Mildred, ne, das ist dieses NPC-Phantom, das kommt, glaube ich, nur bei purer schwarzer Weltentendenz, wenn ich richtig informiert bin. Ansonsten kommt das nicht. Ich wusste doch, dass du kommst. Du blöde Kuh. Klappe zu. Klappe zu. Vor allem, wie gut ich treffe. Ne? Also da, das war im Dark Souls 1 dann ein bisschen schwieriger. Selbst mit Anlocken. Also mit Locking-System sozusagen. Hier sieht man nochmal. Ich glaube, das Item ist auch ein ganz relativ wichtiges, was dort liegt. Also, ich glaube... Da ist, glaube ich, so ein großer Vetter auch mit da drauf, den man dann schwer battlen kann. Wie gesagt, das wird dann noch richtig interessant. Ich habe es, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. Ich weiß ja nur ungefähr, was es hier so alles zu entdecken gibt. Aber wie gesagt, sobald dann hier pure weiße Weltentendenz ist, ist das hier ein richtig, richtig vollgestopftes Areal, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Da gibt es dann hier richtig was zu entdecken.
Aber das ist noch ein bisschen hin. Die pure weiße Weltentendenz. Weil bis dahin muss man noch den letzten Boss hier getötet haben. Ist es der Schamane? Nee, der Schamane ist es nicht. Definitiv nicht. Ups. Jetzt aua. Komm. Lass du was fallen? Ey, du lässt, wie gesagt, nur dein altes Gewürz und den Matschsteinklumpen fallen. Oh, oh. Nee, 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 mein Freund. Oh, da hat er, ist er geschickt ausgewichen. So, da ist er geschickt ausgewichen. Das muss man ihm lassen. So. Du kriegst einen Pfeil ins Gesicht. Und dann gehen wir zum Boss. Denke ich mal. Vielleicht können wir danach noch ein bisschen das Areal erkunden. Das könnte... Nee, das ist er nicht. Das ist er alles nicht. Das sind sie alles nicht. Das ist die Kacke. Das ist alles nicht. Nee. Ich glaube aber da hinten, das holen wir uns noch, das Item. Hier unten liegen... Wie gesagt, hier liegen sehr viele Items verstreut. Das ist jetzt nicht so... Achso, da können wir uns noch was holen. Ist hier noch irgendwer? Ja. Dachte ich mir... Du bist ja auch noch hinter mir. Tschüss. Habe ich dich mal kurz weggeschubst. Unbekannte Heldenseele. Ja, wie gesagt, hier gibt es dann... Oh, Sarma. Einiges zu entdecken. Weil, wie gesagt, hier geht es dann noch oben lang. Ne? Ich weiß gar nicht, was es hier hinten gibt. Gibt es hier hinten irgendwas, was sich lohnt? Nee. Doch. Ich glaube, hier hinten gibt es sogar was, was sich lohnt. Nee, eine Matschsteinscherbe. Oh, oh. Das ist das, was ich meine. Mit runterschubsen. Mensch, die Schweine. Und da geht's zum Boss. Ihr seht ihn schon. Ich weiß gar nicht, wo hier der nächste noch ist. Ja, ja, das ist ja mit der Kamera ein bisschen schwierig. In der Geschichte. So, wir müssen aber wieder runter. Da steht fest, sag mal, diese Holzbretter, die versperren einen den Weg. Das ist ja Wahnsinn. So, nee, darunter ist nur der Tod. Der Tod! Maggie, das, nee, Grandpa, das ist der Hund. Okay, der Tod! Das ist Maggie, hattest du schon. Kleiner Simpson-Insider. Am Rande jetzt hier mal. So, hier geht's jetzt endlich zum Boss. Ich sterbe, ich glaube, ich schiebe das jetzt nicht weiter vor mich hin. Der Boss hat ein lustiges Gimmick. So viel kann ich euch schon mal sagen. Also lustiges Gimmick, lustig ist das jetzt nicht im eigentlichen Sinne. Sondern es ist ein interessantes Gimmick, das mir beim ersten Durchspielen gar nicht so geläufig war. Kommt jetzt noch jemand, will mir an die Karre pissen, bevor ich zum Boss gehe? Nein, gut, alles klar, dann lassen wir es. Kurz noch eine Sache zum Boss. Ich werde jetzt hier mal mein Schild benutzen. Einfach nur, weil der Boss richtig fett zuhauen kann. Man kann ihn natürlich auch... Ups, da sollte man nicht reingehen. Der Boss hat, wie gesagt, ein kleines Gimmick. Er macht einen mit Fliegen voll. Und wenn ihr damit Probleme habt, weil das ist so ähnlich wie beim Egel, bei dem Blutsauger, das zieht einem kontinuierlich Leben ab und das lässt einen ein bisschen schwerfälliger sein. Wenn ihr damit ein Problem habt, um den Boss herum, zeige ich euch vielleicht jetzt auch mal, sind Fackeln aufgestellt. Vielleicht muss ich das sogar noch machen, weil der Boss mich mit seinem komischen Zeug da trifft. Um den sind den Fackeln aufgestellt und wenn man mit diesem Egelzeug drin ist, einfach zu der Fackel laufen, die haben eine relativ hohe, große Hitbox und dann werden diese Fliegen oder Egel abgebrannt. Nämlich die Fliegen und Egel vom Schmutzkoloss. Hier, diese Fackeln meine ich. Und da ist er. Ja, das Ding. Wenn man aber relativ nah um ihn bleibt, ihr seht, ne, der besteht aus Schmutz, aus Müll und wenn man dann das macht, mal kurz weggehen. Ich will euch mal ein bisschen zeigen, weil man ist... Man kann übrigens seine Arme abschlagen. Dann kann er nicht mehr großartig was machen, weil er besteht ja, wie gesagt, aus Schmutz. Und wenn er das macht, einfach kurz mal weggehen. Das ist seine Body Explosion. Die ist nicht besonders... Oh, aber ihr seht, ne? Der haut ordentlich zu, wenn er dann mal... Man kann ihm seine Arme abschlagen. Nur so, zur Info. Dann macht er... Dann kann er... Oh, jetzt hat er mich getroffen mit seinem Zeug. Naja, gut, alles klar. Da kann ich euch mal das kurz das Dings zeigen. So, dann geht man hier hin. Und dann wird das abgebrannt. Und dann hat man es schon nicht mehr. So. Wie gesagt, es ist kein schwieriger Boss. Überhaupt gar nicht. Er ist halt wirklich... Oh, jetzt hat er meinen schon wieder getroffen. Na, das ist nicht so gut. Aber wie gesagt, also schwierig im Sinne von... Das kann er mal kurz... Gehen wir nochmal kurz hier hin. Renn das kurz hier ab. Das tut einem übrigens nichts, also braucht ihr euch keine Sorgen machen. So. Und kurz mal hier. Und zack. Und ich glaube, das soll es dann gewesen sein. Genau. Wie gesagt, der Boss ist nicht besonders schwer. Ist einer der leichtesten Bosse im ganzen Spiel.
Und das soll es auch schon gewesen sein. Ja. Ich muss diese Notifikationen ausschalten. Ich habe die doch immer ausgeschaltet, ich verstehe das nicht. Na, egal. Der bringt aber richtig fett Seelen. Also 33.400 Seelen. Das ist schon kein Pappenstiel. Und wie gesagt, hier sind diese ganzen Fackeln. Ich weiß gar nicht, warum sie das Areal hier so groß gemacht haben. Denn rein theoretisch ist das Areal kein Problem. Hallo? Komme ich jetzt wieder hier rein? So, genau. Rein theoretisch ist das Areal, ist der Typ wirklich kein Problem. Ich weiß nicht, warum sie das Areal so groß gemacht haben. Und ihr seht, der besteht aus Schmutz. Ja. Und das kann man ihm alles, man kann ihm die Arme abschlagen, dann kann er gar nichts mehr machen. Dann ist er einfach nur noch richtig am Arsch. Und hier kriegen wir rein theoretisch unser erstes Dunkelmondgras. Das können wir uns mal durchlesen. Das ist ein besonderes Gras. Das ist das beste Gras im ganzen Spiel. Denn wenn man das hat, nach einer der Mondphasen mit einem das Heilkraut, stellt die gesamten Trefferpunkte des Genutzers wieder her und heilt Statusleiden komplett. Also jedes Statusleiden, Plage, Seuche, Blutung, was auch immer, heilt das sofort, sozusagen. Ja? Die Wirkung von Mondkräutern hängt von ihrem Zustand ab. Dunkelmondkräuter sind seltene Mitternachtsblüten, die angeblich von Neumondkräutern stammen. Und wenn man das hat, dann braucht man nichts anderes mehr. Kein Witwenlotus mehr, kein Königslotus mehr, kein Soldatenlotus mehr, gar nichts. Ja, und ihr seht die Überreste des Schmutzkolosses. Ich weiß gar nicht, ich glaube nämlich, dass die befleckte Frau hat sich daraus quasi ihren Sohn gebaut. Und durch die dämonenhafte Aura ist dieser Schmutzkoloss quasi lebendig geworden. Und das ist natürlich nicht so schön, ne? Das will man natürlich nicht. So, wir berühren den Kaltstein, holen uns die verwitterte Dämonenseele. Und ich glaube, mit 42.000 Seelen gehen wir in den Nexus zurück, liebe Freunde. Und dann haben wir noch genug Zeit, um das Areal noch ein bisschen zu erkunden. Dann machen wir das nämlich, liebe Freunde. Dann erkunden wir jetzt noch ein bisschen das Areal. Wir haben jetzt keine pure weiße Weltentendenz. Die hätten wir erst, wenn wir den nächsten Boss machen. Obwohl, vielleicht machen wir auch einfach den nächsten Boss. Und dann am Anfang, hallo, schönen guten Tag. Und am Anfang des nächsten Teils dann einfach die weißen Weltentendenzen. Weil, wie gesagt, das Areal ist da ziemlich groß für. Da muss man ein bisschen was für machen. Ich glaube, vielleicht am Ende des Tages machen wir das so, liebe Freunde. So. Gucken wir mal. Ich möchte bitte aufsteigen. Ja, reicht für 2 Level. Super. Wir nehmen mal Stärke und... Super. Reicht genau für 2 Level. Super. Spitzenmäßig. Stärke und Geschicklichkeit. Wo wollte ich jetzt hin? Achso, nee, ich wollte hier hin. Meine Waffen reparieren. Weil, wie gesagt, mein Magieschwert Makoto ist ja relativ zerbrechlich. Ja, das bedeutet, da ist relativ... Sag mal, ich will es doch nur reparieren lassen, Mensch. Das ist halt relativ zerbrechlich und das ist halt doof. Ne? Aber die einhändige Sache, den einhändigen Stoß, den werden wir jetzt gleich... Quatsch, den einhändigen starken Stoß. Den werden wir wahrscheinlich im nächsten Bosskampf gleich gebrauchen können. Denn der nächste Boss ist nicht besonders... ist ja kein richtiger Boss im eigentlichen Sinne. Es ist ja wieder so mehr so ein Gimmick-Boss, wie fast alle letzten Bosse in diesen Arealen. Sind das eher so Bosse, die ein bestimmtes Gimmick haben, anstatt eine bestimmte Taktik erfordern. Generell finde ich bis auf den letzten, bis auf die Bosse in Welt 1, also Phalanx, weil man da vorher ja nicht aufleveln kann, vor Phalanx, den zweiten Boss, den Turmritter, aufgrund seiner ganzen Sachen mit den komischen... Bogenschützen, die man hat. Dann den nächsten Boss, den wir noch nicht gesehen haben in Welt 1 und den letzten Boss in Welt 1. Finde ich die Bosse in Demon's Souls alle, naja, nicht einfach, aber einfacher im Durchschnitt. Na, der Boss von Welt, also der Flamelurker ist definitiv noch ganz mit oben und der Maneater oder die Maneater, muss man ja sagen, die, zu denen wir dann noch kommen in Turm von Latria, sind die Bosse eigentlich relativ simpel. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, also wie gesagt, hier Phalanx ist schwer, weil man nicht aufleveln kann. Und wenn man kann mal schnell von den diesen kleinen Phalanx-Gegnern dort gegangbankt werden. Ja. Dann, wie gesagt, der Turmritter ist echt nicht ohne. Wie heißt er ja, im ersten Level heißt er ja der, wie heißt er denn? Penetrator. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt. Und dann natürlich dann der letzte Boss in dem Areal. Welt 2, wie gesagt, die Panzerspinne kann einem eine schwierige Zeit machen, ist aber, ups, da sollte ich nicht nochmal runterfallen, ist aber, sag ich jetzt mal, machbar, aber Flamelurker ist schon schwer, Drachengott ist ja einfach nur, drücke 2 Schalter und versuch dich nicht vom Drachengott zu töten zu lassen, was ich 2-mal geschafft habe,
ansonsten, ja, ist es ja wirklich relativ simpel, was wir da gemacht haben. Dritter, wie gesagt, ist Fool's Idol. Ist, ja, kann man... Sind wir schon im Pure White? Wir gucken mal, liebe Freunde. Ich gehe jetzt mal zurück. Erstmal lesen wir uns den Kalkstein des Schmutzkolosses durch. In dem von verseuchten Kreaturen bewohnten Sumpf liegt ein verdorbenes Tal, zu dem die Armen pilgern, um ihre Seelen zu opfern und sich ihres Leids zu entledigen. Das liegt nach dem Schmutzkoloss. Liegt nochmal ein Tal quasi. Es gibt das Tal, dann den Sumpf und dann nochmal ein Tal. Und das ist ganz verdorben. Und da gehen die Leute hin, um sich ihres Leids zu entledigen. Ne? Denn man haben ja gelernt, die Frau, die kam und ihnen Mitleid zeigte, sozusagen, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich nehme dir das mal ab, dein Leid. Gib mir mal dein Leid. Ob das alles funktioniert hat, nächste Frage, sage ich jetzt einfach mal. Werden wir gleich sehen. Ich gehe jetzt aber, ich hab die dumpfe Vermutung, wir sind im Pure White. Das wäre ziemlich geil, weil dann können wir das nämlich jetzt noch machen. Dann machen wir nämlich die ganzen Sachen jetzt alle noch. Und dann im nächsten Teil dann den Bosskampf. Und dann kann ich auch ein bisschen was über den Boss selber erzählen, weil das ja ein ziemlich interessanter Boss ist, der letzte. Da haben wir ja schon sehr viel gehört von diesem letzten Boss, ja, von den ganzen NPCs. Vor allen Dingen vom St. Urbane, von der befleckten Frau, selbst von Frake haben wir was gehört. Also das scheint schon eine reichliche Prominenz, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich muss echt mal, einfach mal gucken, ob wir... Da gehen wir jetzt mal dahin, wo wir... Ob wir schon... Sind wir in Pure White? Das würde mich mal interessieren, ob wir in Pure White sind. Erstmal den Kollegen... Ach Gott. Der macht mir eine unnötig Trouble hier. Mit seiner komischen Feuerlanze. Seht ihr schon, wir machen schon viel mehr Schaden, dadurch, dass ich jetzt wieder abgegradet habe. Nee. Nee, sie ist nicht da. Nee, sie ist nicht da. Oder? Nee. Das würde ich sehen. Wir sind nicht ganz in Pure White. Wir sind... Das ist halt so... Das ist halt die Scheiße bei diesem... bei Demon's Souls, dass man das nicht so genau erkennt, wann man in Pure White ist. Und wann nicht. Nee, wir sind nicht in Pure White. Das... Ich guck mal nochmal schnell, aber nein, ich glaube nicht. Weil rein theoretisch müsste sie dann hier schon ungefähr irgendwo sein. Oh, was ist gerade gestorben? Irgendwas ist gerade gestorben. Rein theoretisch müsste sie nämlich hier rein theoretisch schon sitzen. Wenn ich richtig informiert bin. Hier müsste rein theoretisch die gute Seelen Vinland schon... Nee, die kommt nicht in der Nähe von... Doch, die ist in der Nähe von... Ach, gut, liebe Freunde, wir sind ja eh, sowieso, halbwegs gut equipped, sage ich jetzt mal. Da können wir auch nochmal kurz hier durchgehen. Wir können uns jetzt mal... Nee. Das ist ja bescheuert. Was stirbt denn hier die ganze Zeit? Nee, da, wir haben die Seelen schon, wir haben Seelen Vinland schon verpasst. Sag mal, was stirbt denn hier? Hallo? Was ist denn hier los? Wer hat denn hier das Sterben befohlen? Oder ist die Seele woanders? Kann ich mir nicht mehr dran erinnern. Ah, wir gehen mal zurück, liebe Freunde. Wir gehen mal zurück und wir machen mal das, was ich ja eigentlich gesagt habe. Wir machen mal diese Exterior Collision Matrix. Benutzen wir mal. Ja, wartet mal. Bevor wir das tun, heile ich mich dann noch von der Vergiftung. Was stirbt hier gerade? Ist ja hier, wer hat denn hier totales Sterben befohlen? Ist ja merkwürdig. Merkwürdig. Ah, da geht's hoch. Achso, da können wir uns gleich das Item nochmal holen. Gott, liebe Freunde, was soll der Geiz? So, ich glaube, das ist nur eine Seele. Ach, das ist der Mirthammer. Nee, das war dann ganz gut. Also, wer den Mirthammer nicht in der Steinfangkatakombe gekriegt, der findet den hier definitiv. Das ist ja der Falkenschnabel aus Dark Souls 1. Und hier kommt man übrigens ganz leicht wieder hoch. Ich muss mal kurz schauen. Genau. So, und dann gehen wir da lang. Genau. Gut, ich musste mich nur mal kurz orientieren. Und außerdem mal kurz das hier alles abrüsten, dass wir es nicht aus Versehen benutzen, weil das Dunkelmondgras ist einfach das beste Gras, das es gibt. So, liebe Freunde, nee, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Da gehen wir... Was ist hier die ganze Zeit gestorben? Das würde mich mal interessieren. Es müssten diese kleinen Viecher gewesen sein, aber warum die ganze Zeit sterben? Keine Ahnung. So, jetzt sind wir vergiftet. Ist nicht so gut. Hier liegen schon die Toten. Na, die sind alle... So, und hier hat man, wie gesagt, macht man dann diese Exterior Collision Matrix.
Ja, das heißt, man geht an den Rand eines Levels und geht es einfach ab. Aber ich glaube, das hat jeder von uns zum Beispiel gemacht. Ich habe das zum Beispiel gerne gemacht in Diablo 2. Da bin ich immer bei den zufallsgenerierten Maps, bin ich erstmal den ganzen Rand abgegangen, damit ich wusste, was gibt's wo. Und dann wusste ich auch, wo ich noch hingehen konnte. Also wo ist einfach der Rand des Levels. Das ist eh ganz wichtig, das mal zu wissen. Ach, liebe Freunde, wisst ihr was? Ich halte mich jetzt mit der Sache hier nicht auf. Ich nehme mein Heilschild noch mit auf meinen Rücken. Und dann habe ich sowieso keine Probleme mehr. Und das ist der Grund, warum man zum Beispiel nach oben muss, weil man hier nicht drüber kommt durch diese Barrikade. Ne? Aber so Barrikaden in Sümpfen errichten, das war schon immer so von From Software das Ding, sage ich jetzt einfach mal. So, könnte man noch sagen, umwobene Heldenseelen. Sag mal, jetzt sehe ich hier nichts. Ich glaube, hier stehen jetzt die Großen, ne? Um die sollte man sich rumschleichern. Was stirbt hier? Nochmal. Dankeschön. Was stirbt hier die ganze Zeit? Wer tötet hier Dinge? Das finde ich sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. So. Ja, wie gesagt, wenn ich das habe, dann kann mir das Gift gar nicht mehr anhaben. Das liegt natürlich auch daran, dass ich die Assassinenrüstung habe. Die ist ziemlich gut. Also das Diebesgewand, muss man ja sagen. Das ist ziemlich gut, weil das halt wirklich... und hier sind sie. Die Vögel. Hat er mich gesehen? Nein, hat mich nicht gesehen. Schnell, 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 schnell. Komm ich hier hoch? Ich kann mich nicht hoch? Nein. Okay, Mal kurz doch auf die Regeneration verzichten und lieber den Ring des Diebes anziehen, weil dann kann man sich nämlich hier rumschleichen um die Kollegen. Nein. Ich hab mich nicht gesehen. Ja, seht ihr, was ich meine? Dann kann man sich schön hier rumschleichen. Generell ist der Ring des Diebes hier in diesem Areal sehr hilfreich, weil man dann wirklich sehr viele Gegner einfach umgehen kann. Die lassen dann einen komplett links liegen, was ziemlich, ziemlich gut ist. Und ich sehe es schon gerade, mein Schild alleine heilt mich sogar schon sehr gut. Das ist sehr gut, mein Richterschild. Saugsteinklumpen, auch sehr gut. Blutungswaffen, ne? Damit können wir jetzt, also weil das ist, waren das sogar Klumpen, habe ich ja gerade mitgekriegt, nicht nur die Scherben, das heißt, da können wir sogar, und den Reihensaug, stimmt, deshalb sollte man auch hier hinterkommen, weil man dann hier den reinen Saugstein kriegt, das heißt, man kann sich eine +5 Blutungswaffe damit machen. Deshalb sollte man das auch noch machen. Na, dann gehen wir jetzt einmal nochmal kurz hier rum, liebe Freunde. Da gerne schnicks. So, jetzt sind wir schon wieder nicht mehr vergiftet, aber gleich wieder, weil wir hier, wie gesagt, in diesem ganzen Schmodder rumlaufen. Und wie gesagt, einfach hier gucken, ne, immer mal ein bisschen gucken und ein bisschen aufmerksam sein. Das ist hier ein... Ei! Ring der Katze. Sehr gut. Also es gibt hier sehr viel Loot. Das ist ganz klar. Aber ich habe noch keine pure weiße Weltendenz. Ansonsten hätte ich die gute Seelen schon getroffen. Die gute Seelen Vinland. Die Schwester vom guten Garl Vinland. Und den werden wir noch früh genug treffen. In diesem Areal hier. Das werden wir dann ja bald machen. So. Ich gehe nochmal kurz hier lang. Ich glaube, hier kommt doch dann das... Genau, wir gehen jetzt nochmal kurz hier lang. Kommt nix. Das Rostschwert, auch eine schöne Waffe. Hab ich da ein Item vergessen? 11 Sichelmondgräser, ne? Ist es das? Ne, das ist nur... Ich habe gedacht, das ist jetzt Seele in Vinland, aber das ist nur ein, kleines Ding. So, Dunkelmondgras, auch sehr schön, ne? Na, gehen wir noch dahin. Was gibt's? Ah! Ich wusste doch, dass du kommst! Du blöde Kuh! Scheiß, wo ist die Ecke? Wo ist die Ecke? Da ist die Ecke! Auf der kann man sie nur gut bekämpfen. Da ist er! Scheiß wilde Mildred! Weg mit dir, wilde Mildred! Ich wusste doch, dass sie irgendwo hier ist. So, Matschsteinklumpen und Ephemeraugenstein. Ich wusste doch, dass irgendwas zieht mich doch hier an. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob sie bei purer schwarzer Weltentendenz kommt oder bei purer weißer Weltentendenz, oder auch genereller Weltentendenz. Das war die wilde Mildred, ihr habt gesehen, sie hat einen Fleischklopfer in der Hand, oder ein Fleischermesser, heißt es ja. Komme ich hier irgendwie in der Nähe von irgendwelchen bösen Menschen und bösen Kreaturen? Ja, komme ich. So, kurz heilen.
Und dann beam ich mich dann hier auch raus, denke ich mal, aus dem Areal. Ich habe ja eine Keilsternscherbe, die ziemlich gut ist. Yeah! Ist hier noch ein großer? Ich glaube, hier ist kein großer in der Nähe. Ich glaube es zumindest, weil das wäre richtig kacke. Aber ich sehe ja da gerade ein Fleckenland. Ups. Ich glaube, hier ist kein großer in der Nähe, ne? Aber das ist das Gute, wenn man den Ring des Diebes anhat. Dann wird man hier nicht gesehen. So sagen. Ich weiß gar nicht, was hier liegt. Ach, nur schwarzes Terpentin. Das ist übrigens am Ende dieses Areals hier. Sozusagen. Gut, dann gehen wir jetzt weiter hier lang. So. Genau, da habt ihr jetzt auch mal die wilde Mildred gesehen. Wie gesagt, sie hatte ein Fleischermesser in der Hand. Und das wurde dann, das ist ein Gag, der übrigens intern sozusagen passiert ist. Intern beim Testen des Multiplayers hat sich ein From Software Mitarbeiter hat sich verkleidet als Frau, so in solchen, die Kriegssense gibt es hier auch nochmal, sehr schön. Also ihr seht, hier hinten gibt es nochmal fettes Loot. Loot. Ist das Loot oder ist das eine, hat sich jemand als NPC-Phantom verkleidet mit diesem komischen Fleischermesser und das haben sie gesagt, ey, das ist ja so cool. Das bauen wir als Phantom in irgendein Level ein. Und das ist dann halt daraus geworden. Ja, weil es die Leute immer genervt hat. Ist das ein Item? Das ist doch kein Item. Das ist doch einfach nur... Wir müssen mal kurz schauen. Ich halte nur mal kurz Ausschau. Nicht, dass ich irgendwen trigger. Nee, das ist nur ein Dings. Gut. Ihr seht ja auch Boote. Hier haben Leute versucht auch, das Ding hier per Boot zu erklimmen. Dieses Ding. Was natürlich auch eine ziemlich, ziemlich komische Sache ist. Ah, dass man hier sagt, ach, hier kann ich fahren in diesem Sumpf mit meinem Boot. So, wir gehen mal kurz hier nochmal an die Wand. So, hallo. Genau. Hier ist die Wand und da gehen wir entlang. Immer an der Wand lang, liebe Freunde. So, jetzt haben wir noch ein paar Items eingesammelt. Und beim nächsten Mal, ich glaube, jetzt müssten wir schon wieder am Anfang sein. Rein theoretisch. Ich sehe da drüben ja nämlich die Kerze. Genau, jetzt sind wir nämlich wieder am Anfang. Genau, hier haben wir noch ein Item eingesammelt. Und dann können wir uns jetzt noch ein paar Items durchlesen, wenn wir hier wieder weg sind aus der ganzen Geschichte. Also diese Fackel markiert sowieso euch so ein bisschen den Anfang hier. Also das könnt ihr euch immer merken. Hier diese erste große Fackel, die markiert euch ein bisschen den Anfang. Und die gute Seelen ist noch nicht da. Nee, wir sind aber... Es sieht so aus, als wären wir im Pure White. Na, das ist immer so ein Trugschluss. Oh, sollte man nicht reinlaufen? Das ist doch nicht die gute Seelen. Nee, das ist irgendwer. Nee, die gute Seelen Vinland, die sitzt nämlich gleich hier am Anfang. Die sitzt nämlich hier. Hier sitzt sie, glaube ich. Am Rand dessen sitzt sie, genau, weil hier sind keine Gegner, die einen irgendwie belästigen. Genau. Nee, da haben wir jetzt erstmal den Großteil eingesammelt. Wie gesagt, Mondlichtschwert machen wir dann beim nächsten Mal. Liebe Freunde, wo ist der Anfang? Wo kommt hier hoch? Ach, da. Entschuldigung. So. Genau, da habe ich euch noch ein bisschen was gezeigt. Wir lesen uns dann gleich noch ein paar Items durch. Kann ich sogar zum Keilstein zurück, was ganz gut ist. Wir können ja mal probieren, mit unserem Ring des Diebes, den wir jetzt anhaben, sag mal, uns den Crystal Lizard zu schnappen. Wir können es probieren, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob es uns gelingen wird. Er hat uns noch nicht gesehen. Nee. Der leckt uns nur eine Falle. Nein. Okay, alles klar. Vergessen wir's. Brauche ich nicht. Ups. Schön. Von hinten hier. Mensch. So. Nee, da vergessen wir's. Und wir gehen zurück in den Nexus. Und beim nächsten Mal widmen wir uns dann noch dem Boss des Areals. Wisst ihr was? Dann machen wir den nächsten Teil. Der Boss ist ja relativ kurz, hoffe ich zumindest, dass ich ihn relativ schnell schaffe. Den Boss dieses Areals hier. Also den letzten Boss des Areals. Und danach machen wir dann die weißen Weltentendenzen. Ich glaube, machen wir alles in einem Teil, sofern ich gut durchkomme beim Boss. Weil der ist nicht allzu schwer, er ist sehr interessant. Ich habe dann auch ein bisschen was dazu zu sagen zu dem Boss. Aber ich fand's... müssen wir mal gucken, wie die Zeit beim nächsten Mal da reicht. So, ich gehe jetzt erstmal zurück in den Nexus. Genau, in den Nexus zurückkehren, ja. Und dann machen wir beim nächsten Mal dann den Boss des Areals, also den letzten Boss des Areals und die weißen Weltenhändens-Events. Das ist eigentlich nur die gute Seelen, die dort interessant ist, die gute Seelen Vinland. Das ist
ist zwar ein bisschen doof, dass wir erst den Boss töten müssen und dann auf die gute Seelen treffen, weil normalerweise ist es besser, wenn wir erst auf die gute Seelen treffen und dann den Boss killen, aber wie gesagt, das sieht so aus, als ob ich da pure weiße Weltenhändler habe. Obwohl, nee, ist nicht ganz so hell. Wie Steinfang-Katakombe. Das ist so ein bisschen mein Referenzpunkt jetzt gerade. Die Steinfang-Katakombe. Ist nicht ganz so hell. Ich habe noch nicht pure weiße Weltenhändler. Egal. Gut, liebe Freunde, würde ich sagen, wir lesen uns noch ein paar Items durch. Das machen wir noch zum Schluss. Wir haben ja ein paar Sachen eingesammelt, nämlich den Myrthammer, den habe ich euch schon mal vorgelesen, ne? Stangenwaffe, die längst verlorene Region Myrth ist der Ort, an dem einst die ersten Tempel errichtet wurden. Daher ist diese Waffe für Priester von besonderer Bedeutung. Die Kriegssense habe ich euch auch, die hat der gute Tod fallen lassen. Aber wir haben natürlich hier noch das Rostschwert. Ein gerades Schwert mit einer ledierten Klinge. Diese Klinge ist von einer blutbefleckten Rostschicht überzogen. Als scharf kann man sie kaum bezeichnen. Ja, ist, ihr seht, ist kein gutes Schwert. Ja, also, ich glaube, hat aber eine besondere Bewandtnis. Muss ich auch mal gucken, kann ich euch beim nächsten Mal nochmal erklären. Kann es mal benutzen, ne? Ihr seht, das ist die abgebrochene Klinge, quasi. Ist, glaube ich, die einzige im ganzen Spiel. Hat wie gesagt, nicht viel... Hat ein komisches Moveset. Also ist halt so ein Langschwert-Moveset, sozusagen. Ich glaube, aus der kann man eine bestimmte Waffe schmieden. Ich glaube, aus dem Rostschwert kann man... Ach, und das Schotel, das habe ich beim letzten Mal nicht durchgelesen. Ein einzigartiges Krummschwert, das ganz auf den Kampf gegen Widersacher mit Schilden ausgelegt ist, auch wenn es nicht leicht zu führen sein mag. Ein Kämpfer, der die Waffe meistert, kann die Verteidigung des Gegners damit erheblich schwächen. Das Schwert hat eine unheilvolle Form und wird von einem gewissen Attentäterbund bevorzugt. Ich kenne einen, der das auch bevorzugt. Der heißt Lautrek von Karim. Das ist natürlich das Schotel, was er auch... Also er benutzt, der benutzt ja auch ein Schotel. Wir können mal wieder unser Magieschwert einsetzen. Genau. Und, ach ja, und den Katzenring, den haben wir eingesammelt. Den könnten wir uns auch vom guten Patches übrigens kaufen. Will ich jetzt aber nicht, weil jetzt habe ich den Katzenring ja schon. Das mindert den Fallschaden, also so wie in jedem Souls-Spiel fast. Ein einfacher mit dem Siegel einer Katze verzierter Ring. Er mindert den Schaden, den sein Träger beim Fallen aus großer Höhe nimmt. Fällt man doch aus zu großer Höhe herab, stirbt man wie auch sonst. Ja, so ist das nun mal im Leben. Da stirbt man einfach. So, liebe Freunde, das soll es gewesen sein. Wir haben den zweiten Boss gelegt von Tal der Schändung. Beim nächsten Mal geht es dann zum dritten und letzten Boss dieses Areals. Da schließen wir das einfach ab, machen danach die weißen Weltentendenzen und dann, ich weiß, ihr wartet da alle schon drauf, geht's zum wohl, ja, einem der schwersten Bosse, wie gesagt. Also ich habe ja schon gesagt, ein paar Bosse sind echt schwer. Und der hier, der bei diesem Areal dann der Endboss ist, sozusagen von 3-2, im zweiten Teil von Turm of Latria, oder auf Turm von Latria, der ist schon eine fiese Socke. Den kann man sehr gut schießen, das kann ich euch sagen. Das machen wir natürlich nicht. Wir machen den dann schon halbwegs legal, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Aber bis dahin, zieht noch ein bisschen Zeit ins Land. Als nächstes steht erstmal noch die Vollendung des Tals der Schändung. Haha, was ein Reim. Auf dem Plan. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, liked und falls ihr noch nicht habt, auch ein Abo abschließt. Ihr wisst ja, wie es hier läuft. Social-Media-Kram so, ne? Und falls ihr noch nicht habt, guckt euch auch die anderen Videos an, auch die anderen Souls-Playthroughs. Da gibt es ja mittlerweile, wenn man den DLC mitrechnet von Dark Souls 3, drei ganze Playthroughs hier zum Angucken. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn auch beim nächsten Demon's Souls-Teil wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, viel Spaß noch im Internet und auf Wiedersehen.